Münchner profitierten davon. 28. Mai 1972. Bayern gegen den Tabellenzweiten, Schalke 04. Reporter des packenden Endspiels Kurt Lawall. Stundenlang saß den Bayern bei jedem Schalker Konterzug die Angst im Nacken, bis der Däne Hansen den ehrgeizigen Nick nur zum ersten Mal bezwingen konnte. So wuchtig köpfte der Verteidiger ein. Wenig später bewies der Student Paul Breitner sein psychologisches Geschick. Er rannte in die Lücken, unaufhaltsam, die Menge raste, die Experten murmelten Weltklasse oder Fußball total. Die Entscheidung um die Silberschale, die später durch die Teilnahme am Europacup vergoldet werden soll, schien gefallen. Da schockte ausgerechnet der Ex-Münchner Fischer die siegesbewussten Bayern. Noch einmal, Rüssmann. Sepp Maier hielt nicht fest. Nur noch ein Zähler Vorsprung für die Bayern. Die Spannung sprang plötzlich wieder auf den Rasen. Bis Hoffmann einen Pass verlängerte, 3:1. Und dieser Pass kam von Gerd Müller. Leider verletzte sich Schalkes Schlussmann Nico so schwer, dass er seinen Platz verlassen und im Krankenhaus untersucht werden musste. Hoffentlich kann er morgen in Hannover spielen. Die Bayern aber machten weiter Jagd nach dem 100. Tor. Sie wollten den neuen Rekord. Uli Hoeneß, der Jüngste und der Fleißigsten einer, schaffte es. Der Ersatztorwart von Schalke, der 21-jährige Helmut Papst, stand plötzlich im Rampenlicht. Eine Minute vor dem Ende. Franz Beckenbauers 5:1. Der Kapitän setzte den Schlusspunkt. Aber den Zaubertrick des Spiels in der gesamten Saison demonstrierte Erwin Kremers von Schalke 04. Kremers war eine Ausnahmeerscheinung unter den Gruppen.